Moin Moin, ich grüße euch alle und willkommen zu FIFA Let's Play FIFA 15. Wir spielen heute wieder mit Jellyfish. Wir spielen übrigens gegen die Tabellen 5. Die haben bislang 2 Siege, 2 Niederlagen. Wir haben mit 3 und unserem 3 Unentschieden sind da schon gut dabei. Aber sollten doch mal irgendwann mal so langsam gewinnen. Wir sind in der Aufstellung berechtigt, also wir dürfen mitspielen. Wir wollen auch mal irgendwie woanders spielen als nur links, aber ich glaube, das Spiel hat das so konstruiert, dass wir dann auch nur links spielen können. So, Tornius gibt's nicht, Einstellung, ja. Ja, Regen! Im Regen spielen, das ist schön. Wir spielen im Regen, ganz viel im Regen. So, warum macht er das jetzt? Wahrscheinlich, weil ich hier das Passen lernen sollte. Der war drin! Unglaublich. So, dann den da. Ja, das war schlecht jetzt. Auch schlecht. Ganz hart, ganz hart. Zack, 3000. Na, ich muss ja nicht eure Punkte überboten, obwohl doch eigentlich theoretisch. Ihr wollt ja einen wahren Gegner haben. Naja, okay, passt schon. 4000 und wir kriegen noch ein paar Punkte. Haben ein paar Versuche fair dazu gekriegt. Wir sind nun auf Platz 1. Aber andersrum, da waren wir schon vorher auch. Gibt es da jemanden? Okay, es gibt noch einige, die noch nicht das hier gespielt haben. Zum Beispiel Dominik DD 2003. Der ja in fast allen Sachen mitgespielt hat, aber da irgendwie nicht. Ja, ja, immer das Gleiche. Ja, los geht's. So, wir spielen gegen Perth. Perth, das einzige Team, was irgendwie völlig abseits von allen anderen Teams sind. Wir sind auch abseits, wir sind auf einer eigenen Insel. Aber es ist schon okay. Es ist schon okay. So, nach den Länderspielpause geht's jetzt wieder weiter. Okay, wir haben unser Länderspiel nicht gut gespielt. Gucken wir mal, ob wir nochmal irgendwann nochmal nachnominiert werden. Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Müssen wir uns erstmal hier etablieren. Und das auf der linken Seite. Ja, ja. So, Schiedsrichter kommt aus Australien. Tabelle, da sehen wir sie doch mal. Wir spielen gegen den Platz 5, wir sind 7. Das sollten wir schon irgendwie hinkriegen mit einem Unentschieden. Also Ziel ist es, entweder ein Tor zu erzielen oder das Ding unentschieden zu halten. Warum ich ständig auf Unentschieden bin? Nun, ich habe ja schon beim Ingolstadt-Spiel nochmal geschielt, wo Wellington Phoenix steht. Und das sieht, glaube ich, da nicht gut aus, dass wir jetzt hier gerade jemanden da verletzt auf dem Boden liegen haben. Ah! Ja. Ich hab's gesehen, ich hab aber schon gedrückt. Ich hab gesehen, ich wollte eigentlich, dass er den Ball nach vorne weiterspielen. Hab aber gesehen, dass der gestoppt hat. Ja, ja. So. Aber diese lila Dresse, das sind auch krass, ne? Perth in lila. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. So. Wir haben noch nicht gewonnen, das wird wahrscheinlich jetzt auch nochmal durchgesagt. Und Ding ist drin, zweiter Treffer! Jellyfish trifft wieder, 13. Minute! Sehr nice. Das ist sehr nice. Aber Regen, Regen. War bis der bloß geblieben. Und wir führen zum ersten Mal. Wir führen zum ersten Mal. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Wir führen zum ersten Mal. Es ist unglaublich.
Also, Jellyfish hat getroffen, sehr schön. Jetzt natürlich, der Trainer setzt jetzt auf defensiv. So, wir machen jetzt auch mal auf defensiv. Denn wir stellen uns jetzt dahin, wo der Spiel das will. Solange wir hier die Führung haben, ist das Wurst. So, gut, weg. Weg, 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 weg. So, dann vorbei. Nächsten Mann. So, Pass. Und Ding ist drin! So sieht's aus! So sieht's aus! So sieht's aus! So sieht's aus! Zweiter Treffer! Das passiert, wenn du in der Nationalmannschaft nominiert wirst. Sowas passiert in echt aber auch ganz, ganz, ganz oft. Ein Spieler wird auf einmal in der Nationalmannschaft nominiert und zack, klappt das in der Liga. Und zack, klappt das. 2-0. Unglaublich. Also wenn wir das so weitermachen, das ist dann kann der Nationaltrainer nicht anders, als uns nochmal zu nominieren. Dann kann er nicht anders. Obwohl, naja, ich sag mal so, Stefan Kießling und Jogi Löw, ne? Da hätte er auch nicht anders können, aber sagen wir mal so, Stefan Kießling, ne, das ist ja, der hat ja so manchmal so seine, Schwanker drin, ne? In seiner Leistung. Wie zum Beispiel jetzt, der hatte ja eine Ladehemmung, unglaublich. Aber ich glaube, er hat jetzt erst vor kurzem wieder getroffen, von daher passt das schon. Aber der hat echt manchmal so zwischendurch, ne, zwischendurch schießt er alles nieder. Egal welcher Tor, er schießt ihn nieder. Und, mit zwei, drei Toren und so. Und es gibt dann auch Tage, wo er überhaupt absolut nichts trifft. Nicht mal, er würde noch nicht mal das Scheunentor treffen. Und wahrscheinlich genau deswegen hat man ihn immer nicht nominiert. Was aber zwischendurch echt fraglich ist. Naja. Aber das ist ja dann eben so. So. Sollten wir das schon hier schön verteidigen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Ja, das war jetzt nicht gut. Und ja, wollte mal, dass er drauf donnert. Er sollte mal drauf donnern, mal gucken, ob das da irgendwie klappt. Ja, als große Frage, Frage des Tages. Ist eigentlich sehr simpel, die Frage des Tages. Bezieht sich wieder auf das Creative Center, was ich ja schon im letzten Teil gemeint habe. Sollen wir Ryan Jellyfish mal reintun? Einfach mal reintun. Ryan Jellyfish. Damit ihr Ryan Jellyfish runterladen könnt. Rein theoretisch. Zu welchen Spielern wie Ryan Jellyfish würden dabei sein? Daniele Kirate, bekannt aus dem letzten Let's Play. Nämlich von FIFA 13. Und andere bekannte Spieler, die wir in den anderen Let's Plays hatten. Das würde dann das, das Immo-Team sein oder so. Würden wir Spieler haben, die wir halt in diesen Let's Plays so erstellt haben. Oder die das Spiel selbst erstellt hat. Also das wäre so die Frage des Tages, sollen wir sowas machen? Ja, nein. Wenn ja, dann dauert es ein bisschen. So, Ryan Jellyfish. Doppelpack. Doppelpack. Wir haben 2 Tore erzielt. Und wir sollten das jetzt wirklich ruhig angehen lassen. Weil du kannst ja nicht jeden Tag 2 Tore erzielen. Ne, also ruhig angehen lassen. Wir führen 2-0. Wir sollten das jetzt hier nicht übertreiben. Apropos übertreiben, ich glaube, ich habe dem anderen jetzt auch noch nicht geschrieben. Vielleicht ist er auch gar nicht mehr online. Vielleicht ist er auch nicht online. Ich schau mal. Und wenn ja, dann seht ihr entweder im nächsten Teil dann das Duell gegen ihn oder auch nicht. Weil, wie versprochen, Nachholspiel hat sich leider nicht gemeldet. Weil wahrscheinlich hat er das Video nicht gesehen. Was mich aber auch wundert, ich hatte letztens mit jemandem geschrieben hier,
Der hat wieder gefragt, so von wegen, hey, hast du Lust auf ein Duell? So, bla bla bla, dies, das, jenes. Habe ich gesagt, naja, du weißt Bescheid, eigentlich mache ich das immer nur einen bestimmten Termin und sonst was. Und ich erzähle das im Video, wann der nächste Termin ist und das, das, das. Und was kam dann so als Antwort? Nein. 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 Das Tor des Let's Plays, ich leg mich fest. Ich leg mich fest. Das ist das Tor des Let's Plays. Ich kann nicht mehr. Das gibt's nicht. Ein Eigentor. Es ist ein Eigentor. Das ist, es ist unglaublich. Also anscheinend haben sie auch keinen Bock mehr. Aber was für ein Eigentor war das bitte? Also, gerne nochmal. Gerne nochmal. Der ist ja wirklich gar nichts. Der Torhüter, das ist... Völlig überfordert. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Ja, das Thema ist völlig abgedriftet, aber was war das denn eben? So, dran vorbei. Ja, shit! Wollen wir jetzt gerade noch so abschließen, aber... So, also, gab es jemanden, der mich dann nochmal gefragt hat, wie mein Kanal heißt und so. Also, das ist natürlich dann immer so extrem bitter, würde ich mal sagen. Also, ich verstehe ja schon. Ja, ihr könnt mich gerne hinzufügen und alles drum und dran, aber ihr solltet schon wissen, dass es dieser Kanal, der immer 615 Kanal, der für dieses Spiel ist. Also, ne, ihr wisst Bescheid. Also ich verstehe, wie gesagt, ich verstehe schon, ihr könnt mich ja alle hinzufügen. Ihr müsst ja diese Videos nicht. Aber man sollte schon dann wissen, wer so, wie, so, was so. Na, das sollte schon irgendwie. Wäre sehr vorteilhaft. Sagen wir es. Weil im Endeffekt eure Spiele, wenn ihr jetzt gegen mich spielt, dann ja hier kommen werden. Also. Egal wie düster es aussah für mich oder für euch, die werden hier kommen. Und das war der Pfosten! Verdammt! Wow! Also wir sind hier drauf und dran, Hattrick zu erzielen. Das wäre noch wohl das krasseste von allen. Wenn wir jetzt noch Hattrick hier erzielen. Andersrum, wir verlieren gerade echt an Note, aber egal. Das ist Wurst. Hoffe ich doch. Aber relativ fix kriegst du hier Notenverlust, ne? Weil kaum machst du nichts, dann ist hier völlig Notenverlust. Wir waren eben bei 8 noch, ne? So. Gefoult worden. Wir sind gefoult worden, nicht der! Es gibt's nicht! Schiedsrichter, was bist du denn für eine Blindschleiche? Unglaublich! Ja, jetzt die Ecke. Ich habe keine Ahnung, warum er den da hingeklärt hat. Ist mir auch schon egal. Ja. Handspiel. Ich mag diesen Schiedsrichter nicht. Er scheint parteiisch zu sein, weil er wahrscheinlich aus Australien kommt und der Gegner und wir aus Neuseeland. So. So, 2 Minuten Nachspielzeit wird angezeigt. Dann sind wir auch damit durch. Und der Ball ist leider eben gegangen, aber andersrum. Wir haben einen Kopfball dazu gekriegt. Das reicht schon. Wir haben das erste Spiel gewonnen.
für Wellington Phoenix. Der erste Sieg. Und wir müssten eigentlich logischerweise Spieler des Tages werden. Werden wir aber nicht, weil unsere Note so schlecht ist. Wir haben 2 Tore erzielt. Wir sind Held. Wir sind der Held des Tages. Brauchen das nicht erkennen. Im Regen spielen. Sehr schön. Ja, wir sind nicht Spieler des Tages, weil... Warum? Wir haben ja auch nur 2 Tore erzielt. Und... Ja. Ne? Ja. Ja, das ist so ein bisschen unlogisch. Aber nun gut. Sagen wir mal so. Na, mir jetzt auch egal. So. Ich glaube, alleine von diesem Schock werde ich mich gleich nicht erholen. So. Der neue Held. So, wir haben 3 Tore erzielt. Wir haben eigentlich alles erreicht, was wir haben wollten bislang. Wir sind nicht in der Mannschaft der Elf der Mannschaft der Woche. Der ja. Oder? Nö. Weil, warum auch? Wir haben ja auch nur 2 Tore erzielt. Es ist ja... Es ist ja nicht... So, dann speichern wir mal wieder, weil wir es können. Spieler, jo. 1, jo, einfach abspeichern, hau rein. Dann könnt ihr jetzt mal auch gucken, wie spät es ist. Es ist jetzt nämlich 10.28 Uhr. An einem Freitag, wo ich mir freigenommen habe für Smash Bros. Und spiele FIFA. Wahnsinn! Ich weiß, es ist immer das gleiche mit diesem komischen Wahnsinn hier. Ja. Ja. Na. So, wir haben einige Infos gekriegt. Wahrscheinlich, dass wir, genau, wir haben 3-0 gegen Perth gewonnen, 0-0 gespielt gegen Südafrika und unentschieden gegen Western. Und sonst haben wir hier keine Infos. Und von daher, ich verabschiede mich meinerseits. Wir sehen uns entweder zum nächsten Spiel oder zum nächsten Spiel oder. Bis dahin, macht's gut!